Videogang Sport Edition wird dir präsentiert von Recovery, das Geheimnis von Siegern. Aber immer noch Nachwuchs. So geht es Team Hollinger, Bob-Pilot aus St. Moritz. Beim Bob kann man mit 18 überhaupt erst anfangen zu trainieren. Der Eiskanal in St. Moritz kennt er natürlich in- und auswendig. Und auch unser Kamerateam jetzt mindestens ein bisschen. Denn auch wir haben uns mit dem Monobob zu dir abgewagt. Zeig nicht ab! Er ist wie viele andere Junge über Schnupperfahrten zum Bobfahren gekommen und hat nachher 2010 das erste Mal als Pilot von einem Zweier-Bob auf dem 14. Rang bei den Jugendolympischen Qualifikationen abschliessen. Nach zahlreichen Junioren-Schweizer Meister-Podestplätzen und Top-20-Resultaten am Europacup-Rennen hat er in der Saison 2015 den Schweizer Meistertitel im Zweier- und im Vierer-Bob geholt und auch am Coppa Engiadina die Gold-Medaille mit heimgenommen. Name? Tim Hollinger. Alter? 21. Zivilstand? Ledig. Hobbys? Popfahren, Skifahren, Hockeyspielen. Erlernter Beruf? Multimedia-Elektroniker. Aktueller Beruf? Multimedia-Elektroniker. Zukünftiger Beruf? Multimedia-Elektroniker. Tim ist bei uns im Summer's Bobsled Club seit 4-5 Jahren. Aktiv Mitglied. Wir probieren das Beste mit ihm daraus zu machen. Das heisst, ihn ein bisschen fördern zu können mit Material. Und ich muss sagen, er macht sich sehr gut. Er ist schon ein kleines Aushängeschild vom St. Moritz Bobsled Club. Und wir hoffen, das wird mal ein grosses. Wie der Beat Hefti, den wir zurzeit bei uns haben. Der Tim macht seine Sachen eigentlich gut. Er organisiert sich jetzt selber. Und er ist gut unterwegs, auch im Europacup. Wir haben Freude an ihm. Er ist jetzt zurzeit Doppelschweizermeister bei den Junioren geworden. Da haben wir natürlich auch wieder Freude. Und ich glaube, er macht einen guten Weg. Der René Zwicky weiss, was abgeht in der St. Moritzer Bobwelt. Ist er doch nicht nur Mitglied und Trainer vom Bobsled Club St. Moritz, sondern führt auch noch das Restaurant Crestoran gerade neben dem Ziel der Bobbahn. Zwischen zwei Pizzas kann er so noch Ratschläge am Tim Hollinger geben, wenn er gerade beim Mittagessen ist. Doch die Faszination fürs Bobfahren kommt nicht nur vom Mittagessen. Es ist sicher der Speed, den man hat beim Bobfahren und einfach, dass man wirklich auf die ersten 50 Meter muss schnell sein und nachher muss man einfach wirklich voll konzentriert sein auf der ganzen Fahrt. Aber doch Speed heisst auch Risiko. Und so haben auch erfahrene Athleten wie der Tim noch Respekt vor der Bahn. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo. Also jetzt am Ritz also sicher nicht mehr. Jetzt war ich letzte Woche in Altenberg und dort ist halt schon auf einer neuen Bahn und recht anspruchsvoll. Jetzt am Anfang schon ein bisschen Überwindung gebraucht, aber das ist nachher, nach den ersten 2-3 Fahrten auch wieder weg. Der Bobsport ist eine Teamangelegenheit, wo es ums Zusammenspiel geht. Und trotzdem braucht es einen, der die Führung übernimmt. Der Pilot, was auch am Team seine Position ist. Er ist schon von Anfang an vorne eingestiegen und fühlt sich dort am wohlsten. Die Voraussetzungen zum Bobfahren sind sehr athletisch, weil man muss schnell und schwer sein. Als Laie könnte man jetzt auf die Idee kommen, einfach so viel Gewicht in den Bob reinzutun wie möglich. Aber da gibt es natürlich auch Regeln. Nein, also es ist so, dass man ein Minimumgewicht hat, das sind 170 Kilo. Dann ist der Bob leer, mit der Kufe dran, das muss man einhalten. Und nachher gibt es ein Maximumgewicht von 390 Kilo, das man auch einhalten muss. Das ist mit der Mannschaft drin, im Zweier jetzt. Und dort versucht man halt schon relativ ans Limit raufzugehen, weil Masse gibt Geschwindigkeit raus, geht unten raus. Und wenn man es halt mit den Personen nicht schafft, muss man halt Gewicht in den Bob hineinschrauben. Was wieder schlechter ist für den Start.
Der Start ist das, was es ausmacht. Der Rückstand oder Vorsprung, den du nach den ersten 50 Metern generierst, kannst du bis am Schluss mal 3 rechnen. Was auch der René Zwicky weiss und wo er beim Team noch ein bisschen Potenzial sieht. Da muss auch der Team noch ziemlich recht anfangen zu trainieren. Weil da ist er noch nicht so weit voraus. Wir sehen ihn jetzt noch ein bisschen. Er ist ein grosser, aber er ist noch nicht so kräftig. Und das kann man aber antrainieren. Doch für das trainiert man ja und hat ja auch einen Trainer. Denn der Tim ist ein lernwilliger Athlet. Ich muss sagen, er ist eigentlich noch ein einfacher. Er hört sehr gut zu. Und was eben wichtig ist, er kann auch die Sachen, die man ihm sagt, kann er auch umsetzen. Und das ist wichtig auf der Bahn. Wenn wir zusammen etwas miteinander diskutieren, er probiert es, aber er kann es auch immer umsetzen. Und das ist eigentlich sehr wichtig an einem Bobfahren. Gemein gesagt sind der Start und eine gute Fahrlinie die einzigen 2 Punkte, die der Athlet wirklich selber bestimmen kann. Alles andere machen Material und die richtigen Einstellungen aus. Also man muss sicher schauen, dass die Kufen, die Vorder- und die Hinteren schön gerade auslaufen, dass es nicht irgendwie nach links und nach rechts überzieht. Und sonst ist es einfach wirklich, das ist eigentlich heutzutage am Schlitten selber, muss man nicht mehr wahnsinnig gross etwas machen am Rennen. Das ist eigentlich mehr im Training, wo man versucht, gewisse Einstellungen zu ändern und so. Wenn der alles eingestellt ist, die Kufen geschliffen sind, man fit und trainiert ist, kann man dann an einen Wettkampf gehen. Wie zum Beispiel die Junioren-Schweizer Meisterschaft St. Moritz 2015 der Tim Hollinger war. Ich tue mich mental immer wieder die Bahn runterfahren im Kopf. Und nachher eigentlich wirklich schlussendlich so kurz vor dem Rennen fast nicht mehr aufs Rennen konzentrieren, sondern erst so 3-4 Minuten vor wieder fokussiert sein. So ist er dann auch gestartet und gekonnt aufs Podest gefahren. Also für mich ist es relativ gut gelaufen. Also jetzt im Zweier war es mir relativ klar, dass ich eine relativ grosse Chance hatte, zum Gewinnen. Wenn man einfach am Start schon gegen die anderen Teams recht den Vorsprung rausholen. Und auch das Material stimmt bei mir für so jetzt recht gut. Und im Vierer ist es eher ein bisschen kritisch geworden, weil da ist mir ein Schlitten kaputt gegangen im Training. Da haben wir so auf einen anderen Schlitten zugreifen, der nicht mehr top aktuell ist. Und da habe ich gewusst, also muss ich am Start weg sein, sonst ihr Bahn hat keine Chance mehr mit dem alten Schlitten. Doch die Schweizer Meisterschaft war für ihn noch lange nicht der letzte Posten. Also mein nächstes grosses Ziel ist sicher, dass ich nächstes Jahr auch bei den Herren, also beim A-Schweizer Meisterschaften, weiter vorne drin bin, also sicher Top 3. Und noch ein fernes Ziel ist sicher 2018 Südkorea auf die Olympiade zu kommen. Hoffentlich hören wir in nächster Zeit noch mehr von ihm und seinen Erfolg. Doch er hat auch noch Aktivitäten und Hobbys wie du und ich. Die schönste Kritik, die ich je erhalten habe. Gratuliere, ja. In 10 Jahren bin ich Olympiasieger. Das sagen meine Freunde über mich. Cooler Typ bin. Das treibt mich an. Der Erfolg. Das ist meine Musik. House, Elektro. Zeitung auf E-Paper oder klassisch auf Papier. E-Paper. Winter- oder Sommerferien? Beides. Theoretiker oder Praktiker? Praktiker. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich... Dann würde ich alles so sein lassen. Interviews geben ist für mich... Easy. Und das war es auch schon wieder mit der Videogang Sport Edition. Wir sehen uns aber schon bald wieder in der nächsten Sendung. Dort begleiten wir eine Profi-Wasserballerin und wie auch immer ein junges Talent aus dieser Sportart. Und das alles im ältesten Schwimmbad der Schweiz, das heute immer noch im Betrieb ist. Also, bis dann, ciao zusammen, euer Jan.
Videogang Sport Edition wird dir präsentiert von Recovery, das Geheimnis von Sieger. Informationen über Top Edition, Gold Edition oder Sport Edition findest du im Allgemeinen auf unserer Facebook-Page. Erfahre mit den neuesten Sendungsterminen, verfolge mit, wie die neuesten Sendungen entstehen oder nimm am Wettbewerb teil. Jetzt liken und immer auf dem neuesten Stand bleiben auf www.facebook.com/videogangfan. Und falls du mal den Kontakt zu unserer Redaktion suchst, dann findest du uns ganz einfach auf www.facebook.com/vg.redaktion. Solltest du mal irgendeine Sendung verpasst haben, dann findest du sie sicher auf unserer Webseite im Archiv. Dazu gehst du einfach auf www.videogang.ch. Die Videogang Sport Edition wird dir präsentiert von Recovery, das Geheimnis von Sieger. Da bin ich wieder mit der Videogang Sport Edition. Heute folgt Nono Ace, exklusiv produziert für SSF. In dieser Sendung treffen wir den erfolgreichen Schweizer Profi-Bobfahrer Beat Hefti. Natürlich an der Bobbahn in St. Moritz. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuesten Sendung. Signiert ab! Schon 1999 hat er sein Debüt im Weltcup gehabt und eine Silbermedaille mit heim nehmen. Später sind 3 Europameistertitel gefolgt, eine 2. Platzierung an den Olympischen Spielen und 2007 ist er im Viererbob Weltmeister geworden. Ursprünglich kommt der Appenzeller aus dem Leichtathletik-Sektor. Doch dann ist er 1989 mit 20 zum Bobfahren angefragt worden und er hat ihm auch sofort Ärmel reingenommen. Alter? 37. Zivilstand? Verheiratet. Kinder? 2. Alter der Kinder? 4 und 2. Hobbys? Sport allgemein. Erlernter Beruf? Zimmermann. Aktueller Beruf? Bobfahrer. Zukünftiger Beruf? Bereich Marketing. Im 19. Jahrhundert haben die Engländer in der Schweiz den Bobsport entwickelt. Seither hat sich viel verändert, vor allem auch bei den Schlitten selber. Aber die Faszination ist noch die gleiche wie vor knapp 130 Jahren. Es ist sicher eine Geschwindigkeit, die einen fasziniert. Dann aber auch, ich sage jetzt, mit meinen Teammitgliedern, die ich immer hatte, war es einfach immer sehr angenehm gewesen, allgemein etwas dürfen zu erleben, etwas zu machen. Das denke ich, ist auch sehr wichtig, dass man Erfolg hat. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert am Bobsport, dass es ein Teamsport ist, wo man zusammen macht, wo man am Start athletische Leistung braucht, aber nachher in der Bahn eben auch alles andere. Speziell am Bobsport ist das Alter, da man mindestens 18 muss sein, um einen Wettkampf zu fahren und dann auch als Nachwuchs bezeichnet wird. Wenn man in anderen Sportarten schon fast wieder am Ende der Karriere ist. Doch abgesehen vom Alter gibt es eigentlich keine besonderen Bedingungen. Das Bobfahren kann eigentlich jeder lernen, sage ich. Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt, um das zu lernen. Und noch ist ganz klar, um an die Weltspitze zu kommen, da braucht man schon ein gewisses Talent und ein gewisses Gefühl auch natürlich für das Gerät. Interessant ist beim Bobfahren, dass wie auch schon beim Skeleton der Start eigentlich fast das Wichtigste ist. Da man am Start rausholt, kann man eigentlich mal 3 rechnen. Das heisst, wenn ich im Zettel schneller starte, dann habe ich 3 Zettel Reserve, die ich einfach in der Bahn habe. Gegenüber einem, der im Zettel langsamer startet, das ist darum sehr wichtig. Dann aber das Material muss auch passen auf jede Bahn, auf die Witterungsbedingungen. Und das Gerät muss natürlich auch, wie bei einem Auto, auch muss immer weiterentwickelt werden, dass man wirklich eines von den schnellsten oder einen von den schnellsten Böppen hat. Gerade das Material ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt im Bobsport.
Der Schlitten muss gepflegt, eingestellt und parat gemacht werden. Besonders auf Kurven muss man gut achten. Und man schleift die Kurven eigentlich immer mit Schleifpapier. Das heisst, man fängt mit dem Rauchen an, das wird immer feiner bis zum Poliertuch. Und nachher, je nach Kretz, die sie in der Kurve hat, kann das bis 4 Stunden gehen. Also 2 Stunden für eine Kurve. Und wenn man zwei fährt, dann ist man das zweite. Dann hat man zwei Kurven, die man machen muss. Es gibt 4 Stunden, dann man Bob polieren, die Startnummern anbringen, wirklich die Einstellungen nochmal kontrollieren, dass auch die Spur stimmt. Das heisst, dass die Spur, dass die vordere und die hintere Kurve übereinstimmen, dass man gerade ausfährt. Das sind alle die Wettkampfvorbereitungen, die man eigentlich macht, bevor man an ein Rennen geht. Der Start ist extrem entscheidend für Erfolg und die ganzen Einstellungen optimieren die Geschwindigkeit. Es gibt aber noch etwas, was einem vor allem, wenn man neu zum Bobsport gewechselt hat, sehr zu schaffen macht. Eigentlich, am Anfang, dass man überhaupt weiss, wo man mit dem Bob unterwegs ist. Also das Bobfahren geht schon fürs Auge so schnell, eigentlich, dass es schwierig ist, gerade wenn man anfängt Bobfahren, dass man überhaupt sieht, wo man überhaupt durchfährt und wo man überhaupt ist. Und darum ist es wichtig, und das ist auch heute auch gut, dass man weiter unten anfangen kann, dass man sich daran antasten kann. Und mit der Zeit, wenn man dann wirklich Training für Training fährt, kommt das immer mehr. Und man sieht das immer mehr und so kann man sich immer weiter anschaffen. Unser Kamerateam hatte die Möglichkeit, selber mal in den Bob reinzusitzen und ihnen ist genau das aufgefallen. Wenn man dann eingelaufen ist, die Kurve geschliffen hat und alles parat steht, kann man zum Startbalken antreten und sich in den Eiskanal stürzen. Es ist zwar ein überwältigend schönes Gefühl, mit ca. 120 km/h den Eiskanal runterzufahren, aber spätestens nach der dritten Kurve sieht man nicht mehr genau, wo man ist. Ende Februar haben wir eine Geschwindigkeitsanzeige bei der St. Moritzer Bobbahn beobachtet, während der Beat Hefti mit dem Mannschaftspartner Fabian Bammer Trainingsläufe gefahren ist. Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 150 km/h kann man sagen, dass sie schneller fahren als auf der Schweizer Autobahn. Zum Erfolg im Bobsport sind nicht nur die zwei oder die vier Läufe, die Minuten wichtig, wo man dann in der Bahn fährt und startet. Das heisst, die ganze Organisation der Mannschaft, auch über das Material mit dem Training, das gehört eigentlich alles zu den Vorbereitungen von einem Pilot, den er macht. Und auch die Organisation der Bremser. Und darum ist das sehr, sehr aufwendig im Bobsport. Und ich sage, man macht etwa 95% machbare Vorbereitungen und dann hat man noch 5% Vergnügen. Zu einem grossen Erfolg gehören aber auch die Risiken in so einer Rennsportart. Und gerade die hohe Geschwindigkeit lässt einem schon ein bisschen den Puls steigen. Ja, grundsätzlich ist der Bobsport Rennsport. Man kann stürzen. Aber es ist nicht so, dass man immer schwere Verletzungen davon trägt. Ausnahmen gibt es überall. Das sieht man ab und zu auch wieder, dass es auch bei uns auch schwere Unfälle gibt. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Und darum, ich sage jetzt, wenn man Bob fahren will, ist es nicht gefährlicher, als wenn man andere Sachen macht. Doch nichtsdestotrotz ist natürlich in jeder Sportart der Nachwuchs wichtig. Und der Beat Hefti hat sich das Fördern von jungen Leuten, die mal in seinen Fußstapfen treten wollen, auf die Fahnen geschrieben. Ja, ich schaue natürlich auch, dass ich wirklich auch jetzt bei meiner Mannschaft immer wieder nach dem Jungen mit einbauen kann. Ist einfach schon momentan zur Zeit sehr schwierig, weil die Sportmöglichkeiten doch enorm gross sind. Und wir sind da immer am Umschauen, dass wir wirklich auch gute Athleten wieder annehmen können. Es hat viele rum, die Bob fahren wollen, was sehr schön ist. Aber um wirklich an der Weltspitze mitfahren, braucht es dann wirklich Top-Athleten. Und dass man die finden tut, die sind dann schon noch schwieriger. Obwohl der Beat Hefti schon seit 16 Jahren in einem Bob fährt, ist das noch nicht eine Endstation für ihn. Das eine oder das andere Ziel steht noch auf seiner To-Do-Liste. Nächstes Jahr die Weltmeisterschaft in Innsbruck wieder. Und nachher dann mal schauen, wie es weitergeht. Bis sicher 2018 bei Yongchang ist dann ein bisschen das Fermerziel, das wir eventuell noch ins Auge fassen, das ich aber momentan noch offen lasse. Ich bin noch bis dahin machen oder nicht. Hoffentlich hören wir in nächster Zeit noch viel von seinen Erfolgen. Doch einmal abgesehen von seiner Bob-Karriere, was für ein Mensch ist der Beat Hefti überhaupt? Das finden wir jetzt raus in unserem Fragenpingpong. Die schönste Kritik, die ich je erhalten habe.
dass ich Vater werde. In 10 Jahren bin ich... hoffentlich noch im Leben. Das sagen meine Freunde über mich. Verschiedenes. Das treibt mich an. Der Ehrgeiz. Das ist meine Musik. Nickelback. Zeitung auf E-Paper oder klassisch auf Papier. Auf dem iPad. Winter- oder Sommerferien. Winter, weil das habe ich nie. Theoretiker oder Praktiker? Praktiker. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich... mit meiner Frau in die Ferien gehen. Interviews geben ist für mich... angenehm. Videogang Sport Edition wird dir präsentiert von Recovery, das Geheimnis von Siegern.